Dies ist ein weiteres Video zum Thema Vektorrechnung und hier geht es um Ebenengleichungen in Koordinatenformen. Ich habe mal hier so ein Beispiel für eine Ebenengleichung in Koordinatenformen angegeben, einfach weil ich denke, dass man anhand dieses Beispiels die wichtigen Dinge besser deutlich machen kann. Das hier, diese einfache Gleichung, wäre also eine Ebenengleichung. Und ich möchte jetzt kurz erklären, wie man diese Ebenengleichung durch diese eine Gleichung eindeutig darstellen kann oder was diese Gleichung genau bedeutet. Zum einen ist in dieser einen Gleichung der normalen Vektor der Ebene dargestellt. Ich versuche das hier mal deutlich zu machen. Die Ebene passt jetzt nicht unbedingt zu dem, was ich hier jetzt ausgesucht habe. Geht nur darum, jetzt zum Beispiel den normalen Vektor nochmal zu veranschaulichen. Was der normalen Vektor ist, hatte ich genau auch in dem Video zur Ebenengleichung in normalen Form erklärt. Hier brauche ich das jetzt nochmal und zwar steht der normalen Vektor senkrecht auf dieser Ebene. Ich versuche das hier mal zu zeichnen. Dieser normalen Vektor hier soll jetzt also so senkrecht hier auf der Ebene so rausgucken. Und diesen normalen Vektor, den kann ich hier in dieser Gleichung einfach ablesen. Der ergibt sich nämlich aus diesen drei Zahlen hier vor den Achsen. Also hier kann ich ja eine 1 ergänzen. Und das wäre dann der normalen Vektor. Also hier 3, 4 und minus 1. Ich habe hier übrigens die Darstellung x1, x2, x3 gewählt. Passend zu den Achsen hier. Man könnte auch sagen x, y, z. Ich wechsle das immer mal, weil beide Darstellungen können in der Literatur vorkommen. Gut, so kann ich also hier ganz einfach den normalen Vektor ablesen. In der normalen Form war jetzt noch ein Punkt gegeben, denn ich muss ja diese Ebene hier eindeutig darstellen. Und wenn ich jetzt noch einen Punkt in dieser Ebene habe, dann kann ich diese Ebenengleichung eindeutig angeben. Hier habe ich jetzt keinen Punkt gegeben, sondern hier einfach nur einen Zahlenwert. Ich nenne den mal P. Und dieser Zahlenwert bestimmt diese Ebene auch eindeutig. Und zwar ist es ein Maß für den Abstand der Ebene zum Ursprung. Mal gucken, ob ich das darstellen kann. Also der Abstand ist ja immer die kürzeste Verbindung zwischen einem Punkt und dieser Ebene in diesem Fall. Und den Abstand nenne ich mal d. Und der muss natürlich auch senkrecht auf der Ebene stehen. So, p ist aber selbst nicht der Abstand, sondern wenn ich den Abstand d berechnen möchte, der Ebene von dem Ursprung, dann nehme ich den Betrag dieser Zahl hier hinten. Könnte ja auch eine negative Zahl sein. Ich brauche aber die positive Zahl, denn Abstand ist ja immer positiv. Durch die Länge des normalen Vektors, also durch Betrag des Vektors n. So, das heißt, aus dem normalen Vektor hier vorne und dieser Zahl hier hinten kann ich mir den Abstand der Ebene vom Ursprung ausrechnen. Auch ganz wichtig, wird auch gerne mal gefragt und kann man aus einer Ebenengleichung in Koordinatenform sehr schnell berechnen. Gut, wenn jetzt p gleich 0 ist, was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass hier der Abstand auch gleich 0 ist, dann 0 durch irgendwas ergibt immer noch 0. Und das bedeutet, dass die Ebene durch den Ursprung geht. Ein weiterer wichtiger Wert hier hinten wäre p gleich 1. Dann liegt die Ebene in Achsenabschnittsform vor. Das heißt, ich kann quasi direkt die drei Punkte ablesen aus der Ebenengleichung, an denen die Ebene die drei Achsen hier schneidet. Also nenne ich mal A1 den Punkt, an dem die Ebene hier die Achse x1 schneidet. Das wäre dann einfach 1 durch den Zahlenwert hier vor der Achse x1 und dann natürlich 0, 0. Und
Der Punkt, an dem die Achse x2 die Ebene schneidet, wäre dann entsprechend 0 und wieder 1 durch 4 hier oben und 0. Und a3, also der Punkt, an dem die Ebene hier die x3-Achse schneidet, wäre dann entsprechend 0, 0 und 1 durch minus 1 hier oben. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Das sind zwei wichtige Werte, die p hier hinten annehmen kann. Und das hier solltet ihr euch auch merken. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man eine Ebenengleichung in Koordinatenform darstellen kann. Wie man jetzt die einzelnen Formen umformt, dazu gibt es noch ein separates Video. Zum Schluss hier noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.